Hey Leute, willkommen zurück. Und ich habe offscreen erstens den Alloy Smelter gecraftet. Das Ding. Dann mache ich jetzt Energetic Alloy für Kabel. Und dann habe ich Nether-Warzen gefunden. So. Und halt schon den Spawner gecraftet. Erstes gucke ich mal, was für eine Range der Spawner hat. Dafür brauche ich etwas, das ist der Precision Sledgehammer. Das ist sowas wie der Range von MFR. Creeper hat mich aufgeregt. Jetzt gucke ich einfach nur noch mal. Läuft das Ding immer noch? Ja, mit 13 RF pro Tick. Lol. Na gut, der dürfte noch eine ganze Weile laufen. Ich will das Ding einfach nur leer haben, damit ich es dann umbauen kann. Den Mob-Spawner baue ich einfach mal. Hier sieht gut aus. So. Eins, zwei, drei, vier. Kommt da der Spawner hin? Dann kommt hier der Grinder hin. So. Meinetwegen der Grinder. Okay, dagegen kann ich was machen. Nämlich die Dinger Conveyor Belts. Die kann ich dann halt dahin platzieren. Ups.
Gut. Dann suche ich mal wieder nach einem Enderman. So. Tada! Weil das brauche ich zum Bestimmen, was der Autospawner spawnen soll. Das sollte erstmal reichen. So, gut. Eine Gold Chest sollte erstmal reichen. So, also was ich vorhabe, ist hier genau falsch rum. Grinder produziert Essence, die dann halt hier in den Autospawner geht. Darum muss ich mich auch noch kümmern, dass ich einen Chunkloader oben auf die Raumstation bringe. Aber das mache ich in einer anderen Folge. So. So, ich brauche das für die Conveyor Belts und ja, also ich glaube, auf den Conveyor Belts kann auch was
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Man kann halt auf den Dingern nichts spawnen. Um das Ausleuchten hier kümmere ich mich dann zwischen den Folgen. So. Das für die Wände. Das hier, das, ja, lasse ich einfach so.
Eigentlich ist das Ziel, dass erstmal normal Mobs hier drin spawnen. Und er dann irgendwann automatisch Enderman spawnt. Okay. Ja, das wird schon. Ich muss mich nur ein bisschen davon entfernen. Ja gut. Dann leuchte ich währenddessen einfach mal hier noch ein bisschen aus. Weil eigentlich, wenn ich etwa 25 Blöcke entfernt sein bin, müsste da eigentlich von selbst was spawnen können. Und sobald da einmal selbst was gespawnt ist, müsste das eigentlich auch mit dem Autospawner funktionieren, dass da Endermen spawnen.
Da ich das direkt nach der letzten Folge aufnehme, bin ich immer noch krank. Das wird schon irgendwie. Naja, bis zur nächsten Folge. Ich warte dann hier auf den Baum, dass da unten irgendwie was spawnt oder so. Wir sehen uns.